Ja, vorhin haben wir uns die Ableitung angeguckt, also die numerische Differentiation. Und jetzt wollen wir uns die Integration anschauen. Und sowohl die Aufgabe als auch die Idee zur Lösung soll genau dieselbe sein wie vorhin auch. Also schauen wir uns das an. Ja, numerische Integration, das heißt, zu berechnen sei das Integral a bis b f von x dx. Wir approximieren dieses Integral, indem wir die Funktion f an einigen Stellen auswerten, nämlich an den n plus 1 Stellen x0 bis xn, natürlich aus dem Intervall a bis b. Und dort sei also das f von xk bekannt. Die Idee soll genau dieselbe sein wie vorhin. Das heißt, statt der Funktion f betrachten wir jetzt einfach das Interpolationspolynom p. Das heißt also, statt der Funktion f integrieren wir das Interpolationspolynom p und akzeptieren das als eine Approximation für unser Integral. Okay, sei also p dieses Interpolationspolynom an diesen Stellen x0 bis xn. Das heißt, da gelte, das sei, p sei aus Pn und es gelte p von xk gleich f von xk für k gleich 0 bis n. Okay, unsere Idee habe ich hier nochmal aufgeschrieben, ist das Integral a bis b f von x dx. Approximieren wir durch das Integral a bis b p von x dx. Und ich glaube, das ist auch eine sehr vernünftige Idee. In diesem Fall können wir ein bisschen mehr tun als bei den Ableitungen. Wir geben nämlich hier mal dieses Interpolationspolynom p direkt an mit Hilfe der Lagrange-Form. Und dann ist das nichts anderes als die Summe k gleich 0 bis n, f von xk und dann dieses Produkt über j ungleich k, x minus xj durch xk minus xj. Das setze ich hier einfach für das p ein, vertausche Summation und Integration. Und beachte noch, dass das f von xk hier natürlich nicht vom x abhängt. Und dann steht hier nichts anderes als die Summe k gleich 0 bis n, Integral a bis b, Produkt dx mal f von xk. Das hier ist was, was von f überhaupt nicht mehr abhängt. Das heißt, das kann ich ak nennen und kann es tatsächlich einmal von vornherein am Anfang ausrechnen. Und das heißt also, unser Integral a bis b f von x dx wird approximiert am Ende durch eine Summe k gleich 0 bis n ak f von xk, wobei natürlich diese aks noch vom Intervall und von den Stellen, die wir uns zur Interpolation ausgesucht haben, abhängen. Okay, gut. Machen wir ein Beispiel. Und besonders beliebt sind die sogenannten Newton-Cotes-Formeln. Und das heißt einfach, wir wählen x0 gleich a, also den linken Rand, xn gleich b, also den rechten Rand, und die restlichen Interpolationspunkte verteilen wir äquidistant. Und das heißt also, es gilt xk gleich a plus k mal h, h gleich b minus a durch n für k gleich 0 bis n. Das heißt also für eine Interpolationsformel der Ordnung n. Okay, was bedeutet das zum Beispiel für den einfachen Fall n gleich 1? Ja, wir haben Stützstellen x0 und x1, das heißt also x0 gleich a und x1 gleich b für diese Newton-Cotes-Formel. Ja, und wir setzen natürlich h gleich b minus a und erhalten das a0. Ich sehe das mal ein bisschen runter. Was war nochmal das a0? Das a0, das ist Integral a bis b und dann über dieses Lagrange-Polynom x minus b durch a minus b, ja, also Produkt über alle Stützstellen ungleich a. Es gibt aber nur das b, also haben wir hier nur das x minus b durch a minus b dx. Ja, und das einzige a minus b kann ich rausziehen. Stammfunktion ist x minus b Quadrat halbe in den Grenzen von a bis b. Wenn ich b einsetze, kommt da nichts raus. Also kann ich nur das a einsetzen und am Ende erhalten wir tatsächlich, das ist nichts anderes als h halbe. Okay, aus Symmetriegründen oder Sie können es auch einsetzen, bekommen Sie raus, dass a1 ist auch gleich h halbe. Ja, oder b minus a halbe in dem Fall natürlich, ja. Das heißt also, das Integral a bis b f von x dx wird mit diesen Newton-Cotes-Formeln der Ordnung 1 approximiert durch h halbe mal f von b plus f von a. Und diese Formel nennen wir dann auch I1 von f, also die Newton-Cotes-Formel, die wir gewonnen haben durch ein Polynom der Ordnung 1. Okay, das kann man auch sehr einfach geometrisch interpretieren.
Nehmen wir mal an, Sie haben diese grüne Funktion f hier vorne, wollen das Integral ausrechnen in den Grenzen von a bis b. Das b ist irgendwann mal verloren gegangen, ja, steht hier vorne. Vielleicht sollte ich das mal eben eintragen. Integral a bis b, f von x dx, das wollen Sie eigentlich ausrechnen. Und Sie approximieren das einfach, indem Sie hier vorne, naja, den Funktionswert an der Stelle a ausrechnen, den Funktionswert an der Stelle b ausrechnen. Und naja, also die Fläche dieses Trapezes hier ausrechnen, das durch diese vier Punkte gegeben ist. Und der Flächeninhalt ist gerade, naja, Länge hier vorne, das ist b minus a mal f von b plus f von a durch 2. Das heißt also, im Grunde haben Sie Ihr Integral durch dieses Trapez hier approximiert und deshalb heißt diese Regel auch Trapezregel. Ja. Okay, gut. Ja, das ist vermutlich jetzt noch nicht so eine tolle Approximation, zumindest dann, wenn das Intervall sehr groß ist. Und wir können uns mal angucken, wie sieht das aus für n gleich 2. Da haben wir also zwei Interpolationspunkte. Das wäre also bei Newton Cotes, weil es gleich verteilt ist, der linke Rand a, der rechte Rand b und die Mitte, also gerade a plus b halbe. Unser h in dem Fall wäre b minus a halbe. Das ist immer der Unterschied zwischen zwei Stückstellen. Ja, und man rechnet aus, a0 ist h Drittel, a1 ist 4 h Drittel und a2 ist h Drittel. Ich spare mir das hier jetzt mal tatsächlich genau auszurechnen. Und diese Regel heißt Simpson-Regel oder auch Keplersche Fassregel. Und wenn Sie Lust auf solche historischen Bemerkungen haben, dann schauen Sie ruhig mal nach. Also unter anderem Kepler hat seinen Ruf dadurch begründet, dass er als einziger in der Lage war, das Volumen von Bierfässern sehr genau auszurechnen. Und dazu hat er genau diese Formel hier wirklich auch benutzt. Und das ist ein länglicher Prozess gewesen, aber das war sehr erfolgreich. Okay, gut, das heißt also mit diesen Werten, die wir hier raus haben, was bedeutet das? Das Integral a bis b f von x dx wird approximiert durch h Drittel mal f von a plus 4 mal f von a plus b halbe plus f von b und das ist dann eben i2 von f, also die Integrationsformel, die wir durch quadratische Interpolation gewonnen haben. Okay, die Idee ist vielleicht nicht schlecht, aber wichtiger für uns ist immer, wie groß ist denn der Fehler, der auftreten kann. Und dazu wollen wir beweisen, eine Abschätzung für den Fehler. Und zunächst mal nehmen wir im ersten Fall an, dass f eine mindestens n plus 1 mal stetig differenzierbare Funktion ist. Das w von x, das sei das alte w von x aus dieser Polynom, aus dieser Abschätzung des Fehlers für die Polynominterpolation. Also w von x gleich Produkt über alle x minus xj und xj sind die Stützstellen. Okay, und ich behaupte, dass dieses in von f, also die Interpolationsformel, die wir gewonnen haben durch Ersetzen der Funktion durch ein Interpolationspolynom der Ordnung n minus dem Integral a bis b f von x dx kleiner gleich cn mal die Supremumsnorm der n plus ersten Ableitung ist von f. Und dieses cn können wir sogar genauer angeben, nämlich hier als 1 durch n plus 1 Fakultät Integral a bis b Betrag w von x dx. Ja, und das schätzt man gerne noch ein bisschen weiter nach oben ab, genauso wie wir das auch beim Interpolationsfehler gemacht haben. Zunächst mal kann ich dieses Betrag w von x, kann ich natürlich durch sein Supremum abschätzen. Und dann steht hier einfach die Unendlichnorm von w, das ist dann konstant, das ist also b minus a mal die Unendlichnorm von w, was hier vorne steht, geteilt durch n plus 1 Fakultät. Oder wenn ich es noch ein bisschen ungenauer haben will, das w von x ist ja so ein Produkt aus n plus 1 Faktoren, x minus xj, beide kommen aus dem Intervall ab. Das heißt also, das x minus xj hier vorne kommt vom Betrag her höchstens so groß sein wie die Intervalllänge. Die Intervalllänge ist b minus a. Das heißt, ich kann das hier vorne abschätzen durch b minus a hoch
n plus 1, dann haben wir noch ein b minus a, gibt ein b minus a auch n plus 2 und hier unten haben wir ein n plus 1 Fakultät. Und da wir gerne immer das h mit reinhaben wollen in unsere Abschätzung, ich könnte natürlich auch hier vorne statt b minus a, da könnte ich noch ein b minus a durch n draus machen. Dann haben wir hier ein h hoch n plus 2. Naja, da habe ich aber implizit multipliziert mit n hoch n plus 2. Und das habe ich hier dann irgendwie vergessen. N hoch n plus 2 durch n plus 1 Fakultät. Und das Ganze ist ein Groß O von h hoch n plus 2. Okay. Gut, das sieht schon genauso aus wie eine Formel, die wir vorher auch schon gehabt haben. Und eine Erweiterung davon ist sehr interessant. Und zwar, wir können diese Formel noch ein bisschen verbessern. Und zwar immer dann, wenn das n gerade ist. Und zwar also gerade zum Beispiel bei der Simpson-Formel. Da war ja n gleich 2. Also sei n gerade, f sogar noch einmal mehr stetig differenzierbar, nämlich aus dem c hoch n plus 2. Das ist natürlich wieder xk gleich a plus. Also diesmal beschränken wir uns auf die Newton-Cotes-Formel. Haben wir gerade nicht getan. Vorhin konnten die xk sitzen, wie sie wollen. Diesmal beschränken wir uns auf die Newton-Cotes-Formeln. Das heißt also xk gleich a plus k mal h und h gleich b minus a durch n. Unter diesen Voraussetzungen ist es sogar so, dass die Genauigkeit unserer Interpolationsformel, die wir hier bekommen, also unserer Approximationsformel für die Integrale, ist in diesem Fall sogar kleiner gleich, b minus a halbe mal cn mal f oben n plus 2. Das heißt also, hier können wir es jetzt abschätzen durch die n plus zweite Ableitung von f. Und ja, hier, wenn man mal das reingucken, das cn hier vorne ist das alte cn. Da steht also jetzt so ein b minus a hoch n plus 3, weil wir hier noch ein b minus a haben. Und entsprechend, wenn wir dann hier vorne das h wieder einsetzen, dann bekommen wir in diesem Fall sogar ein Groß O von h hoch n plus 3. Okay, das sieht schon mal ein bisschen komisch aus. Ja? Also für n ungerade bekommen wir schlechtere Abschätzungen als für n gerade. Und das deutet schon mal an, wahrscheinlich ist n gerade, also wie bei der Simpson-Regel oder wie bei der Keplerschen Fassregel, eine gute Idee, ja, denn da bekommen wir besonders gute Fehlerquoten. Das h geht besonders schnell gegen 0 und der Fehler geht besonders schnell gegen 0 mit einer sehr hohen Potenz von h und das sieht sehr attraktiv aus. Okay, das wollen wir beweisen und der erste Teil ist sehr einfach zu beweisen. Nämlich, sei also jetzt p unser Interpolationspolynom. Ja, also das p sei aus pn, p von xj gleich f von xj, also gerade unser Interpolationspolynom an den Stellen xj. Gut, dann was ist dann unser in von f, also unsere Integrationsformel, die wir gewonnen haben durch Interpolation der Ordnung n? Naja, das ist gerade das Integral a bis b p von x dx. Ja, so, genauso haben wir das ja oben definiert. Wir ersetzen einfach diese normale Integration durch eine Integration über das Interpolationspolynom. Das heißt also, diese Approximation, die wir bekommen, ist einfach das Integral a bis b p von x dx. Okay, wie groß ist der Unterschied zum Integral a bis b f von x dx? Naja, das ist Integral a bis b p von x minus f von x dx. Ja, und jetzt setzen wir ein unsere Formel für den Interpolationsfehler. Und wie war das nochmal? Naja, diese Formel für den Interpolationsfehler, die sagt, dass p von x minus f von x ist die n plus erste Ableitung von f an einer Stelle xi von x irgendwo im Intervall a bis b mal w von x durch n plus 1 Fakultät. Und das ist genau das w von x, das wir hier gerade jetzt definiert haben. Ja, und dann integriere ich da hier jetzt nochmal das gesamte Integral a bis b Formel dx. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe für dieses p von x minus f von x hier vorne einfach nur meine alte Fehlerformel eingesetzt. Und zwei Sachen muss ich bemerken. Einmal, wir bekommen natürlich für jedes x bekommen wir natürlich auch eine andere Zwischenstelle. Das heißt also, diese Zwischenstelle, die wir hier haben, das ist eigentlich steht da ein xi in dieser Formel, ist natürlich jetzt von x abhängig. Das heißt, das ist so ein xi von x. Und ich habe das hier rot angemarkert, weil ich mir den Term nachher nochmal ein bisschen genauer anschauen will.
Okay, gut. Wie kann ich das abschätzen nach oben, was hier vorne steht? Naja, also wenn ich hier vorne das ersetze, auch wenn ich erstmal hier vorne zu Beträgen übergehe, ich ziehe die Beträge rein, da kann ich dieses f oben n plus 1 von Xi von x bestimmt durch die Supremumsnorm der n plus ersten Ableitung abschätzen. Das heißt, ich kann das hier vorne rausziehen. Und was überbleibt, ist das Integral a bis b, Betrag w von x durch n plus 1 Fakultät dx. Naja, und das, was jetzt hier steht, ist genau die Abschätzung, die ich vorhin behauptet habe. Okay, das heißt, das ist extrem einfach gewesen. Ja? Also wir haben einfach nur in die Formel die Abschätzung für den Interpolationsfehler eingesetzt und haben genau das bekommen, was wir wollten. Das andere ist ein bisschen komplizierter. Und das heißt also, wir nehmen jetzt mal an, n ist gerade und und wir nehmen die Newton-Cotes-Formel. Ich möchte Ihnen einem kleinen Beispiel hier demonstrieren, was dann passiert. Also nehmen wir mal hier zum Beispiel die Simpson-Integration. Ja, das heißt also, wir haben drei Interpolationspunkte, x0, x1 und x2. Wir schauen uns mal hier vorne einmal diesen grünen Punkt an. Das heißt also, das ist der Punkt a plus x, ja, hier vorne mit irgendeinem kleinen Abstand hier vorne zu x0. Und wir schauen uns an den Punkt b minus x hier vorne. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie das w von x aussieht, dann gilt, naja, also ich muss also multiplizieren, das a plus x minus x0, dann a plus x minus x1 und a plus x minus x2. Das sind die drei Werte, die ich miteinander multiplizieren muss, um das w von x zu bekommen. Okay. Was muss ich tun, um das w von b minus x hier vorne zu bekommen? Na, ich muss miteinander multiplizieren, das b minus x minus x2, b minus x minus x1 und b minus x minus x0. Was Ihnen hoffentlich auffällt, ist, naja, also diese Werte vom Betrag her sind die ja alle gleich. Vom Betrag her muss da genau dasselbe rauskommen. Denn ja, dieser Abstand hier vorne zwischen a plus x und x0 ist genau derselbe wie dieser hier vorne zwischen b minus x und x2. Da das Ganze aber symmetrisch ist, ja, das ist ja die Sache bei Newton-Cotes, das ist alles komplett symmetrisch, ist dieser Abstand hier vorne zwischen a plus x und x1 natürlich auch derselbe wie hier vorne der zwischen b minus x und x1, nur mit umgekehrtem Vorzeichen, wenn ich in das w von x einsetze. Entsprechend natürlich auch dieser Abstand hier vorne von a plus x bis zum x2 ist derselbe wie der Abstand vom x0 bis b minus x, nur eben wieder mit umgekehrten Vorzeichen. Das heißt also, wenn ich a plus x in w einsetze oder b minus x einsetze, da kommt vom Betrag her schon mal genau dasselbe raus. Ja? Also, weil die Abstände sind einfach genau dieselben, wenn ich die Abstände zu den einzelnen Interpolationspunkten mir anschaue. Okay, wie sieht es mit dem Vorzeichen aus? Naja, also alle Vorzeichen sind natürlich umgedreht. Ja? Also ich habe hier vorne ein a plus x minus x0. Ja, das ist wahrscheinlich positiv. Ja? Das b minus x minus x2, das hat denselben Betrag, aber es ist natürlich hat genau das anders, das Vorzeichen ist genau andersrum. Das heißt also, alle Vorzeichen sind tatsächlich umgedreht. Und naja, ich bekomme insgesamt so einen Faktor minus 1 hoch. Naja, es sind n plus 1 Faktoren, also minus 1 hoch n plus 1. Das heißt also, w von a plus x ist minus w von b minus x. Oder mit anderen Worten, diese Funktion w, die hier steht, die ist symmetrisch zur, die ist gerade, die ungerade, Entschuldigung, die ist ungerade in Bezug auf die Intervallmitte hier vorne. Okay. Wenn die ungerade ist bezüglich der Intervallmitte und ich integriere über das gesamte Intervall, naja, dann ist das Integral 0. Ja, okay. Das heißt also, wir können tatsächlich hier sofort folgern. Das Integral über a bis b, w von x dx ist 0, unter der Voraussetzung, dass einmal das n gerade ist, denn dann steht da dieses minus 1 hoch n plus 1. Ja, dann dadurch ist die ganze Funktion ungerade. Und natürlich, dass die ganzen Interpolationspunkte schön symmetrisch verteilt sind, wie es bei den Newton-Cotes-Formeln der Fall ist. Okay, gut, was können wir jetzt damit machen? Na, ich habe vorhin schon angekündigt, dass ich mir diesen Term, diesen rot angemarkerten Term da oben, dieses fn plus 1 von xi von x, den will ich mir ein bisschen genauer anschauen. Also mache ich das, ich nehme das f oben n plus 1 von xi von x. Und weil wir bis jetzt immer so wahnsinnig erfolgreich waren damit, machen wir mal eine Taylor-Entwicklung. Also eine Taylor-Entwicklung in diesem Fall zur Intervallmitte.
gibt also ein f oben n plus 1 von der Intervallmitte a plus b halbe plus, und ich gehe jetzt sofort zum Restglied über, nächster Term in der Taylor-Reihe wäre xi von x minus a plus b halbe, ja, minus den Punkt, an dem ich entwickelt habe, mal, ja, und jetzt mache ich hier wieder so ein Restglied, n plus zweite Ableitung von f an irgendeiner Zwischenstelle, und die nenne ich diesmal mal μ von x. Okay, gut. Jetzt kann ich das, was hier vorne steht, nehmen und hier vorne in diese Formel, die da oben rot angemarkert ist, einsetzen. Okay, das heißt, wenn der erste Term, der jetzt kommt, ist ein Integral a bis b, f um n plus 1 von a plus b halbe, ist auf jeden Fall irgendeine Zahl. Ja? Das hängt nicht von x ab. Geteilt durch n plus 1 Fakultät, hängt auch nicht von x ab. Mal w von x, das hängt von x ab, aber das Integral von a bis b w von x dx ist 0. Das heißt also, dieser erste Term hier vorne, der fällt komplett weg. Das ist schon mal wunderbar. Ja? Das heißt, dieser Term hier vorne fällt weg, wenn ich hier oben einsetze. Und alles, was überbleibt, ist so ein xi von x minus a plus b halbe. Naja, also wie groß kann das hier denn höchstens werden? Das xi von x kommt aus dem Intervall a bis b, aus dem Intervall von a bis b. Das a plus b halbe ist die Intervallmitte. Das heißt also, dieses xi von x minus a plus b halbe kann höchstens so groß werden wie die halbe Intervalllänge, nämlich gerade b minus a halbe. Okay, das heißt, dieser Term hier ist abschätzbar im Betrag durch b minus a halbe. Dann haben wir jetzt hier die n plus zweite Ableitung von f an einer Zwischenstelle vom Betrag her. Naja, das schätzen wir wieder ab durch die Unendlich-Norm von der n plus zweiten Ableitung. Naja, und der Rest ist hier dieses Integral w von x durch n plus 1 Fakultät. Das haben wir vorhin schon als cn bezeichnet. Okay, gut. Das heißt also, in diesem Fall bekommen wir hier noch so ein b minus a halbe oder ein b minus a geschenkt. Und wir haben vorhin gesehen, das führt tatsächlich dazu, dass wir eine höhere h-Ordnung bekommen bei der Konvergenz. Okay, jetzt haben wir da vorhin natürlich sehr, sehr grob abgeschätzt. Ja, also wir haben gesagt, das w von x, das ist ja ein Produkt aus n plus 1 Faktoren und die können alle höchstens so groß werden wie die Intervalllänge. Ja, aber die meisten davon werden viel, viel kleiner sein und bei der Newton-Cotes-Formel, wo wir alles gleichmäßig verteilt haben, wird natürlich das insgesamt wesentlich kleiner sein. Also wir können diese Abschätzung wesentlich genauer machen. Ich spare mir das, das hier ganz genau zu machen, denn wir brauchen eigentlich nur diese Aussage groß O von H hoch 3 bzw. groß O von H hoch 5 für Trapezregel und Simpson. Aber wenn man es wirklich ganz genau macht, und ich habe Ihnen eine Referenz im Skript angegeben, dann stellt man tatsächlich fest, die Trapezregel lässt sich ab, der Fehler der Trapezregel lässt sich abschätzen durch h hoch 3 Zwölftel mal die 2, mal die Unendlich-Norm der zweiten Ableitung. Und die Simpson-Regel lässt sich abschätzen, der Fehler davon lässt sich abschätzen durch h hoch 5 Neunzigstel mal die vierte Ableitung von f in der Supremumsnorm. Okay, und insbesondere sehen Sie natürlich hier auch, wir haben nur einen Auswertepunkt mehr, ja, also hier h hoch 3 bekommen wir hier für die Trapezregel h hoch 3, für die Simpson-Regel bekommen wir h hoch 5, das heißt, wir bekommen einen Auswertepunkt mehr, haben wir oben dann gleich zwei Punkte, zwei Ordnungen mehr. Ja, genau, also statt h hoch 5, statt h hoch 3. Okay, ganz kurze Anmerkung. Die nächste Regel, die hier kommen würde, das heißt also jetzt kubische Interpolation, ja, also Interpolation mit einem kubischen Polynom, mit einem Polynom der Ordnung 3, würde natürlich wieder nur h hoch 5 liefern. Ja, denn dann können wir hier nicht in den zweiten Fall gehen, sondern wenn wir n gleich 3 haben, dann sind wir auf den ersten Fall hier vorne angewiesen und da ist die Genauigkeit nur h hoch n plus 2. Und das heißt also, wir würden auch hier wieder nur h hoch 5 bekommen. Ja, das heißt, wenn wir einen weitergehen würden und zu kubischen Polynomen übergehen würden, würden wir gar nichts mehr gewinnen. Okay, gut. Jetzt sollten Sie sich fragen, ja, aber bitte, wie soll ich das Ganze denn eigentlich auswerten? Jetzt habe ich hier ein Integral von a bis b und das ist vielleicht ein relativ großes Intervall und ich möchte das Integral einer Funktion über dieses gesamte Intervall ausrechnen.
Da werde ich natürlich nicht zwei Interpolationspunkte nehmen, sondern ich werde einen ganzen Haufen Interpolationspunkte nehmen. Und dann ahnen wir schon, dass unsere ganze Idee nicht mehr funktionieren wird. Denn wir haben sehr viele Interpolationspunkte in dem Fall. Das heißt also, wir müssen damit rechnen, dass unsere Interpolationsfunktion sehr, sehr schlecht ist. Und damit wird natürlich auch das Integral sehr schlecht sein. Okay, gut. Das heißt also, hoher Polynomgrad, also viele Interpolationspunkte, ist in diesem Fall nicht gut. Und das heißt, wir müssen auf eine von unseren alten Ideen zurückgreifen. Was haben wir bei den Splines gemacht? Bei den Splines haben wir das ganze Intervall aufgeteilt in viele kleine Einzelintervalle und haben dann da interpoliert. Das wollen wir hier so ähnlich machen, aber wir wollen es viel, viel einfacher machen. Denn bei den Splines haben wir geguckt, dass über die Intervallgrenzen hinaus alles noch schön stetig und differenzierbar bleibt, damit wir auch eine schöne Kurve bekommen. Darauf achten wir jetzt überhaupt nicht. Und wir machen was ganz Einfaches, nämlich, wir haben also dieses große Intervall AB. Und das teilen wir jetzt einfach auf in p kleine Teilintervalle. Und die Teilintervalle sollen alle die gleiche Länge haben. Und da machen wir dann Newton-Cotes mit einem kleinen n. Und das heißt zum Beispiel, wir könnten die Simpson-Regel nehmen. Ich mache mal hier ein Beispiel. Wir wollen integrieren auf dem Integral von a bis b. Als erstes Mal teilen wir dieses Gesamtintervall auf in drei Teilintervalle. Nämlich hier vorne, da von diesem roten Punkt bis zu diesem Punkt, bis zu diesem Punkt und bis zu diesem Punkt. Das heißt also, wir haben jetzt, wenn ich diese Bezeichnung von unten übernehme, dann haben wir jetzt unser Gesamtintervall von a bis b aufgeteilt in die Intervalle von x0 bis x2, x2 bis x4 und x4 bis x6. Okay, unser Gesamtintervall schreiben wir also als das Integral a bis b f von x dx, schreiben wir als Integral von x0 bis x2 f von x dx plus das Integral von x2 bis x4 f von x dx plus das Integral von x4 bis x6 f von x dx. Okay, auf jedem Einzelintervall machen wir jetzt Simpson-Regel, also Simpson-Integration oder Keplersche Fassregel. Wie geht das? Naja, also auf jedem Einzelintervall muss ich also noch in der Mitte einen Punkt einfügen. Ja? Die Keplersche Fassregel braucht drei Interpolationspunkte, das ist eine quadratische Interpolation. Ja, und das heißt also, wir können die Formel von vorhin einsetzen. Das heißt, wir approximieren dieses Integral hier vorne durch h Drittel mal f von x0 plus 4, plus, also ein Drittel mal f von x0 plus 4 Drittel mal f von x1 plus ein Drittel mal f von x2 und das Ganze nochmal h. Das ist genau die Formel, die wir vorhin für Simpson bzw. Kepler hergeleitet haben. Okay, gut, beim zweiten Intervall, wie sieht es da aus? Naja, also auch da ein Drittel mal den linken Randpunkt plus vier Drittel mal die Mitte plus ein Drittel mal den rechten Randpunkt. Und da sehe ich, habe ich mich jetzt hier irgendwie komplett verschrieben. Das heißt, das machen wir jetzt hier direkt richtig. Ein Drittel mal f von x2 plus vier Drittel mal f von x3 plus ein Drittel mal f von x4 und das Ganze noch multipliziert mit dem h, also mit der Intervalllänge unseres Integrals. Und mit dem Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Interpolationspunkten. Ja, genau so hatten wir das vorhin definiert. Und dann machen wir das Ganze noch hier auf dem Intervall von x4 bis x6. Und das heißt auch hier ein Drittel mal der Wert bei der Stelle x4 plus vier Drittel mal den Wert an der Stelle x5 plus ein Drittel mal den Wert an der Stelle x6 mal h ist eine Approximation für das dritte Integral. Was kommt insgesamt hinterher raus? Naja, insgesamt haben wir am Ende so ein h Drittel. Ja, ich ziehe die Drittel hier mal raus. H Drittel mal f von x0 plus 4 mal f von x1 plus, naja, also dieses f von x2 haben wir zweimal, ja, also plus 2 mal f von x2 plus 4 Drittel mal f von x3 plus 2 mal f von x4, das haben wir auch wieder zweimal, plus 4 mal f von x5 und das f von x6 haben wir wieder nur einmal. Das heißt also plus hier vorne plus f von x6. Okay, das heißt also, die Idee ist, wenn wir ein langes Intervall haben
und insbesondere dann auch viele Interpolationspunkte benutzen wollen, dann nehmen wir nicht ein Interpolationspolynom hoher Ordnung, sondern wir teilen einfach das komplette Integral auf in viele kleine Teilintegrale. Ja, und dann benutzen wir auf jedem Teilintegral eine Interpolationsformel kleiner Ordnung. Okay, gut. Da brauchen wir natürlich auch wieder eine Fehlerabschätzung. Und auch die ist hoffentlich in diesem Fall nicht besonders schwierig. Sei also wieder f ausreichend häufig differenzierbar. Und das Integral a bis b f von x dx werde in p Teile aufgeteilt. Das war gerade unsere Idee, die wir jetzt hier hatten. Und auf jedem einzelnen Intervall wende die Newton-Kurzformel der Ordnung n an. Okay, ja, und das, was da rauskommt, das nennen wir in Schlange von f. Dann behaupte ich, für alle n gilt, dass das Integral a bis b f von x dx minus in Schlange von f ein Groß O von h hoch n plus 1 ist. Und wie üblich ist h der Abstand zwischen zwei Auswertepunkten, also b minus a in diesem Fall geteilt durch p mal n. Okay, gut, für n Grade würden wir erwarten, das geht hier sogar noch eine h-Ordnung höher. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Ja? Das ist offensichtlich genau dasselbe wie vorhin auch. Okay, zum Beweis müssen wir tatsächlich jetzt nichts anderes tun, als unsere Formel von vorhin einzusetzen. Wir wussten ja, dass auf jedem Integral, für jedes Integral, also für jedes kleine Intervall i, auch für jedes Teilintervall i gilt, der Fehler der Integrationsformel auf diesem kleinen Integral lässt sich angeben durch, naja, das ist das Integral über dieses, der Fehler wäre, eigentlich wollen wir ausrechnen das Integral über i f von x dx, ja, das wäre das, was hier vorne jeweils auf der linken Seite stand, in orange. Dann die Näherungsformel, die wir hergeleitet haben oben, die normale Newton-Cotes-Formel, das wäre also dann hier vorne dieses himmelblaue, ja, das hier vorne. Der Unterschied zwischen den beiden lässt sich angeben durch c mal h hoch n plus 2, das ist genau die Fehlerformel, die wir vorhin im ersten Teil bewiesen haben. Okay, dann schauen wir uns den Gesamtfehler an. Das heißt also Integral a bis b f von x dx minus das, wenn wir diese ganzen Einzelapproximationen zusammenzählen. Das ist also die Summe über alle Intervalle. Integral über i f von x dx, also hier wieder die linken Seiten, minus i n von f, minus diese Näherung. Ja, und das ist jetzt hier, sind jetzt genau die Einzelfehler auf jedem einzelnen Intervall. Von denen haben wir gerade gezeigt, die sind betragsmäßig nach oben beschränkt durch c mal h hoch n plus 2. Und dann setze ich einfach diese Abschätzung hier vorne ein. Beachte noch, dass wir p-Teilintervalle haben hier vorne. Naja, und insgesamt haben wir damit einen Fehler von p mal c mal h hoch n plus 2. Einfach nur das hier eingesetzt. Ja. Auf jedem Intervall habe ich diesen Fehler hier vorne. Ich habe p Intervalle. Das heißt also insgesamt ist der Fehler p mal c mal h hoch n plus 2. Okay, das Einzige, was ich jetzt noch tun muss, ist, ich muss das h einsetzen. Nämlich das h ist b minus a durch n mal p. Das heißt, einen von denen hier vorne nehme ich raus. Dann ist das ist b minus a durch n mal p. Bleibt insgesamt noch ein h hoch n plus 1 hier vorne über. Das p hier vorne kürzt sich raus. Und das heißt, wir haben hier stehenden b minus a durch n mal c mal h hoch n plus 1 oder mit anderen Worten, das ist ein Groß O von h hoch n plus 1. Okay, gut. Und Teil 2, wie geht das, wenn n gerade ist? Naja, natürlich genauso. Ja? Dann haben wir diese Fehlerformel hier eine Ordnung besser und dann bekommen wir am Ende auch eine Ordnung insgesamt besser raus. Okay, was können wir jetzt sagen? Also erstmal, wie wird man so eine Integration durchführen? Man wird das Gesamtintervall nehmen, wird es aufteilen in p-Teilintervalle und wird dann die Newton-Cotes-Formel kleiner Ordnung anwenden und bekommt dadurch eine Approximation. Ist die Approximation noch nicht gut genug, die ich kontrollieren kann mit Hilfe dieser Fehlerabschätzung? Ja, dann nehme ich mehr Teilintervalle und bekomme dadurch auch eine bessere Abschätzung, weil dann natürlich das h kleiner wird. Noch eine Bemerkung. Wir haben hier natürlich wieder nur darauf geschaut, dass die Ordnung in h
klein wir, möglichst schnell klein die Fehlerordnung in h möglichst groß ist. Ja, dass dieses h hoch n plus 1, dass das hier möglichst schnell gegen 0 geht. Und das sorgt halt dafür, dass für kleine h der Fehler auch wirklich sehr, sehr schnell klein wird. Und das wird immer unser Ziel sein, dass wir Formeln entwickeln, bei denen diese Fehlerordnung hier vorne, hier oben möglichst groß ist. Das heißt also, dass der Gesamtfehler möglichst klein wird. Und daraus ist natürlich dann wieder eine Folgerung. N gerade ist im Grunde viel attraktiver als N ungerade. Warum? Wir bekommen hier oben kostenlos noch eine Fehlerordnung mit dazu geschenkt. Ja, das heißt also, wenn wir übergehen von Trapez zu Simpson, dann bekommen wir mit relativ wenig Aufwand eine komplette Fehlerordnung geschenkt. Das heißt, wir gehen von h² nach h hoch 4. Und ja, das ist tatsächlich extrem, extrem attraktiv. Und ich werde nachher noch so ein bisschen numerische Beispiele anhängen. Und da werden wir sehen, diese Ergebnisse sind im Allgemeinen tatsächlich viel, viel besser.